So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß Edition 2. Im letzten Part sind wir hier in Stratos City angelangt und nun werden wir erstmal alle Items hier suchen. Ja, das kann schon ein bisschen lange dauern, deswegen wird dieser Part höchstens so ein Part, wo ich die meisten Items hier in dieser Stadt suche und bla und bla und bla. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ja, nein. Ausgezeichnet. Hä? Dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Yay, Fahrrad! Gut, das Fahrrad hat man ja bei Schwarz und Weiß erst ein bisschen später bekommen und deswegen, ja, du bist jetzt fertig, ne? Gut, wir gucken jetzt erstmal. Fahrrad, das will ich natürlich gleich entjungfern, ne? Entjungfern. Und, ja, ich bin gerade eben von der Schule gekommen. Am Samstag. Ja, weil wegen Tag der offenen Tür und so. Deswegen, ich könnte ja ein bisschen darüber labern. Wieso eigentlich nicht? Aber da ist jetzt auch nicht wirklich irgendwas Spektakuläres passiert. Und deswegen, ja, und deswegen. So, Namensbewerter. Nee, leck mich am Arsch. Was? Nee, habe ich nicht gesagt. Nein. Ich darf nichts Falsches von mir denken. Nein, auf gar keinen Fall. So, was haben wir hier? Du bist irgend so ein Typ. Ja, bla bla bla. Menschliche Beziehungen, dies, das. Ja, alles klar. Alles unnötig, brauchen wir nicht. Nein. So, gucken wir mal. Aufzug. Oh, ein Aufzug. Erstes Schockwerk, bitte. Und was haben wir hier? Medaille. Oh, nee. Bloß weg hier. Bla! Ist es dies... Fail, Allah. So, 2S. So, hier. Dahin wollte ich. Ich glaube, hier bekommt man einen Evoli, ne? Boah, das wäre geil. Ein Evoli im Team. Darauf habe ich Bock. Yes! Sommer? Yes, komm. Scheiß drauf. Dann ist mein Team so ein bisschen Special-Meshal, ne? Ein bisschen Special-Meshal. So, gucken wir mal. Zero, Die und Talons Blast sind bisher im Team. Ja, das Team wird halt nicht so ein OP-Team. Deswegen denke ich, können wir gerne mal ein... Ja, unnötiges Pokémon und so nehmen. Nee, habe ich nicht. Scheiß auf Fragen, brauchen wir nicht. So, Vivien. Ah, die gut aussehende da, ne? Mhm. Die, ich glaube, die oder irgendjemand anderes gibt uns hier ein Evoli. Ich bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher, wie das war. Oder vielleicht gibt die uns... Nee. Also, wer gibt uns da mal ein Evoli? Irgendjemand hier in der Route gibt uns ein Evoli. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nach der Hauptstory. Ah, okay, alles klar. Wer ist Rubina? Wer ist Rubina? Ich glaube, das ist die hier. Ja, das ist, glaube ich, die hier, ne? Nee, sag die nicht. Auf jeden Fall, nach der Hauptstory können wir uns erst einen Dingspoke fangen. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Darauf habe ich keinen Bock. Deswegen gehen wir jetzt erstmal raus und gucken mal, was es hier noch so alles gibt. Erstmal, hey, hallo! Hallo, ey, der Typ rennt von mir weg, ne? Hallo! Was soll denn das? Will er mich eiskalt trollen hier? So, gucken wir mal. Nächstes Gebäude. Let's go. Was haben wir hier? Einfach nur chaotische Leute und so. Hallo. Ja, hier können wir unsere Dings da verändern. Unser, wie heißt das? Unser Dings da, Bums da. Au, wie heißt das? Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Also, nehmt es mir bitte nicht übel. Nein. Gut, wie sollen wir die Welt da draußen begrüßen? Aloha! Genau, so machen wir das. Genau. So, Clean und dann A und dann A-A. Genau, A-A. So, A-A. Warte, wie wird das geschrieben? A-L-L-O-H-A. So, ne, Alohas. Alohas. Die Vibers. Ich sag zu den Vibers Alohas. So, nee. Mehr. Hier. Und dann Smiley. Nee, ein anderer. Der hier. Der gefällt mir. Okay. Perfekt. Oh. Fail. So, du gibst uns anscheinend nichts. Und die. Nee, danke. Ach, kack drauf, Alter. Ich glaube, hier kann man gar nichts machen, ne? So. Ja, wie wär's, wenn ich nach der Liste hier vorgehen würde? Ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Ey, du bist doch neu hier, warte mal kurz. Was, ich? Ja, klar, Digga. Du willst ein Date mit mir, hä? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ja, sie will ein Date von mir. Mit mir. Von mir? Mit mir. Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine...
So, typischer Spieler. Was ist dein Hobby? Was? Habe ich gerade Angeln ange... Fail. Was ist dein Beruf? Ja, Kreativer, ne? Ne, Beamter. Ja, genau, ich bin ein Beamter. Ne, Schüler. Boah, geil. So. Nee, hau ab. Hau ab, hier gibt's gar nichts, was ich machen kann. Hier ist es einfach nur langweilig. So, gucken wir mal hier. Ah, das ist das Ghetto hier, ne? Haha, du sollst dein Gesicht sehen. Das ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier, nimm dies als Entschädigung. Yay, TM Blitz von einem dunklen Typen. Na, logical. So, gucken wir mal ganz kurz. Kaffee, auf zum Kaffeeladen. Swag, swag, swag. If I was your... Ne, wie ging das nochmal? Ah, wie ging das nochmal? Hab ich vergessen. Scheiße. Wie ging das nochmal? Hab ich vergessen. Swag, swag. Und mich hat gerade... Jemand in Skype angerufen. Ja, Jodo, scheiß drauf. Ich bin am Aufnehmen. Am Dauer aufnehmen. So, hallo. Kumu Milch. Oh yeah. Geil. Milch von einem Pokémon. Na, das sieht man auch nicht alle Tage. So, was machen die hier? Nazi. Was? Hab ich nicht gesagt. Nein, nein. Aber das... Nein, das sind, hier, wie heißt es? Rocker, genau, yeah! Nee, das kann ich nicht. Goddammit, das kann ich echt nicht. So, gucken wir mal, ja, die zwei befummeln sich da, glaube ich, ne? Also, zumindest habe ich das sumpfe Gefühl, dass die zwei sich befummeln irgendwie. Und, ja, mit denen hier können wir auch nichts anfangen. Und was ist hier? Hier ist leider gar nichts. So, hier, 12. Wir kaufen nun 12 Stück, weil wir es können. Stratos heißt, geil. Wie bitte? Eine Eisdiele? Dort? Tja, wer hätte das denn vermutet? Und schmeckt es denn wenigstens? Ja. Ja. Why not, ne? Pardon, Hunger, 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 Jing, Jang, Jong. Was mache ich hier? Ich bin voll aufgedreht und habe bisher kein einziges vernünftiges Item bekommen. Oh, what the fuck? Warte mal. Typ Pflanze. Okay, wir haben kein Pflanzen-Pokémon. Sorry! Okay, ich glaube langsam, dass die Idee mit alle möglichen Items hier holen doch ein bisschen in die Hose geht. Nur ein kleines bisschen. Und ja, ein bisschen. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Oh, hoppla. Hier, gib das einem deiner Pokémon. Yay, EP-Teiler, gut. Damit können wir jetzt auch ein bisschen Pokémon trainieren. Und Pokémon trainieren ist ganz gut. So, gucken wir mal erstmal Pokémon. Und dann Talos Blast. Item geben. Und dann auch. Ah, mir geht's so gut. Nee, ich habe nichts genommen, falls ihr euch das jetzt irgendwie fragt. Und nee, habe ich nicht. Hallo, das ist doch ein Pokédex, was du da hast. Ist ja der totale Wahnsinn. Dann versuchst du jetzt wohl so viele Daten wie möglich über Pokémon zu sammeln, hä? Na fein, ich will dein Unterfangen unterstützen. Welches war denn das Pokémon, das du ganz zu Beginn ausgewählt hast? Hast. Otaru, ja. So, Zauberwasser. Perfekt. Das geben wir jetzt gleich auch sofort Otaru. Das Ding ist, wenn der Effekt von Sturzbach eintretet und geben. Wenn der Effekt von Sturzbach eintretet und dann Zauberwasser und dann Step und dann Schockgesell. Und dann sehr effektiv, vielfach Schwäche, genau. Ah, ich muss diese Trottel hier finden, ne? Ja, genau. Okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt einmal hoch. Einmal bitte nach oben. 46. Stockwerk. Hallihallo! Was? Eine Betriebsberichtigung? Besichtigung? Berichtigung? Naja, egal. Kämpfen wir erstmal. Ja, das nenne ich eine Ansage, ne? Angestellter Alessio. Fukano wird reingeschickt. Ein Feuer-Pokémon. Erste Gen. Weiterentwicklung von Fukano ist Arcani. Und Arcani. Nee, Arcani ist ein ziemlich cooles Pokémon. Habe ich noch nie im Let's Play gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Nee, noch nie. Wirklich noch nie. Und irgendwann, irgendwie, eventuell wird irgendwann mal ein Fukano vielleicht in meinem Team sein. Wer weiß.
Gut, dir, Zero will eine Attacke einsetzen, erlernen, Kalklinge, So, Nassmacher, du kannst weg. Dann, ja, Schutzschild, okay, eine Attacke vergessen. Lass mal überlegen, nee. Nein, bekannte Attacke, ja. So haben wir jetzt auch. Und Alessio ist besiegt. Direkt mal Cash geben. Und mein Zero entwickelt sich. Mein Zero. So, ist gut. Alles ist gut. Dieser epische Moment. Bitch Place Zwatronin. Geiler Name. Twitter. Was? Das hieß doch so, ne? Ich weiß es gerade nicht. Gut, gucken wir mal weiter. Hallihallöchen, Pokéball. Ein Megablock. Oh, geil. Mega-Evolution und so, ne? Hallihallöchen, Angestellte. Ich sehe vielleicht aus wie eine normale Angestellte, aber in Wirklichkeit bin ich sexy. Weißt du, was das heißt? Du, ich, Kiste? Nein. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Okay, ist gut, ich muss hier kommentieren. Was tue ich hier? Meine Güte, so. Talos Blast, du fängst jetzt an mit einer Giftstachelattacke und machst dann sofort weiter mit einer Giftstachelattacke und dann noch einmal Giftstachel und... Ja, nochmal Giftstachel, ne? Was anderes kann ich hier jetzt auch wirklich nicht tun. So leid es mir tut. Aber irgendwann muss das doch vergiftet sein. Das kann ja nicht sein. Aber wieso vergiftet sich das Viech nicht? Ja, das ist schon ein krasser Kampf. Ja, ja. Zwei Giganten stoßen aufeinander. Nein, ich hab auf meinem Bildschirm. Ja, ich hab auf meinem Bildschirm gespuckt. Scheiße. Okay, wir machen das anders. Dai, du gehst jetzt rein und... Nur weil ich so hässlich gelacht habe, ey. So, saug nicht an meinem Pokémon, du perverses Viech, ey. Tackle! Nein! Wieso Giftdorn? Boah, leck mich doch am Arsch. Ja, Halleluja! Bekannte Attacken beibehalten und dann war es das jetzt auch mit dir. Und jetzt ganz schnell zum Pokémon Center. Ganz, ganz schnell. Wusch! Und dann wusch, und dann wusch, und dann wusch. Nee, ich bin nicht auf ADHS. Nein. Hab schon gesagt, dass ich bereit bin. Ich bin bereit. Hab ich schon gesagt, dass ich bereit bin. Nein. So, hier erstmal Pokémon heilen. Und dieser Part ist so random, dass man den nicht mehr, hier irgendwie als nicht random bezeichnen kann. Und ich weiß, das hat so mega viel Sinn ergeben, aber naja, gut. Leute, ich werde das Ganze jetzt ein bisschen speeden, weil ich finde, dass das, was wir jetzt hier gerade machen, so motherfucking unnötig ist, dass es einfach nur unnötig ist, genau. So, hallo, Professor, Doktor, Professor, Doktor, könntest du mal stehen bleiben? Scope-Linse, geil, gut, das haben wir jetzt auch und der Typ hat sich da versteckt, dieser perverse Lustmolch. Oh Gott, dein Pedo! Hier gibt es zu viele Pedos, ey, ohne Scheiß. So, Zero, Kalklinge und dann noch einmal Kalklinge. Und dann hätten wir das. So. Gut, dann einmal runter. Fail. 54. Yes, 54. Stockwerk und meine Aussprache war wieder... ganz ruhig, Matt. Meine Aussprache war wieder mal einmalig und ihr merkt, dass ich wirklich voll aus dem Häuschen bin, weil wegen, Porno. Was? Nein. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend... Tiefgreifend? Hau ab! Wir uns hier mit dem Studium des Trainers, Trainerdaseins befassen. Aha, okay, alles klar. So, Schulkind, ich kämpfe gegen ein Kind. Serious? Oh, ein Evoli. Vielleicht werde ich mir Lilminip ins Team nehmen. Ja, darauf hätte ich Bock, ohne Witz. Auf so einen Lilminip, beziehungsweise auf so einen Dressella. So hieß auch die Weiterentwicklung, ne? Habe ich schon Bock im Let's Play. Ja, why not? Werde ich machen. So, noch einmal. Zero, Miro, Fail. Mir fällt kein vernünftiger Reim ein. So, noch einmal Kalklinge und... Ne, wir haben gewonnen. Scheiß drauf. So, Talos Blast Level 17 und mein Pokémon hat sich immer noch nicht weiterentwickelt. Schade. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Mist.
Ich war zu schwach und Ich war zu schwach und zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschungen weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Hä? Ja, nee, ist klar, Junge, ne, ist klar, Jungchen. So, alles klar. Hier haben wir jetzt eigentlich auch alles gemacht. Das heißt, wir können eigentlich schon weggehen. Und dann gucken wir mal. Pokémon Center, ne? So, erstmal Pokémon heilen und dann gucken wir mal. So, das ist ja kein vollständiger 100% Run, aber ich will halt das meiste hier machen, deswegen. Evolith. Was ist das denn? Evolith. Evolith. Was ist das? Erhöht die Verteidigung. Oh! Verteidigung und Spezialverteidigung werden um 50% erhöht. Ne. Nochmal. Geil. So, Flottball. Nee. Haben wir schon. Haben wir. Warte, Flinkklaue könnte ich gebrauchen. Gucken wir mal. So, wir gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen hier rum und gucken halt, wer oder was oder wie auch immer, ja, was für Leute hier sind. Oh Gott, das Pokémon bläst dem Typen ein. So, mein Geschrei, ja, tut mir leid, ich kann halt nicht so wirklich aus mir rauskommen. Nee, also das geht einfach nicht. Alter, komm zu mir, Pokémon. Warte, so ein Pokémon wäre auch ganz geil im Team irgendwie. Das sind so alles Pokémon, die ich noch nie wirklich im Team hatte, deswegen... Ja, wäre mal was anderes, ne? Oh, ich merke schon, hier geht's hart an die Sache. Und zwar meine Sache. Gut, Erholung haben wir jetzt auch und ich weiß, der Witz war vollkommen schlecht. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. So, hier hast du nichts. Abfall einmal leer, schade. Und sonst war es das. Erdgeschoss, hier können wir anscheinend nichts mehr machen. Nee. Gut, was haben wir hier? Ich glaube, das ist nichts. Nichts. So, was mit dir? Wieso ist hier niemand? Alles klar, verstehe. Gut, gucken wir mal. Hier, die müssen noch gegen mich kämpfen. Oder sind das die... Ah, das sind die Game Freak-Angestellten. Und da ist ein Pokéball. Da ist ein Pokéball. Belebbar. Geil. Gut, hier, du und dann du und dann... Ja, der Typ will... Nein! Ah, gut, die sind auch Level 14. Ich dachte schon. Nee, weil, eigentlich ist das ja so, dass, der Typ ja Pokémon von Level, was weiß ich, 75 hat. Und das wäre wirklich, ja, nicht so gut, irgendwas gegen die zu machen. Nee, das wäre nicht so das Tolle. So, egal, Gifthorn hat vergiftet, hat seine Arbeit getan. Und als nächstes werden wir noch einmal Giftstachel einsetzen. Und währenddessen gucke ich jetzt mal ganz kurz.